Heute mit leichter Verspätung die News aus der Brettspielwelt. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu den Brettspiel News. Ich bin Benny von dem Brettspiel Suchtis, Freitagmorgen in Newszeit, auch wenn es heute ein klein bisschen später geworden ist. Es war mir einfach nicht möglich, so wie ich sonst mache, entsprechend frühzeitig die News aufzuzeichnen. Deswegen diese Woche mit leichter Verspätung. Auch nochmal Entschuldigung, dass ich letzte Woche keine News ausgestrahlt habe, denn letzte Woche war es einfach zeitlich nicht möglich, entsprechend die News so zu bringen, wie ich mir es eigentlich vorgestellt hätte. Da gab es zu viel terminliche Komplikationen. Nichtsdestotrotz, diese Woche natürlich einiges mit reingepackt, was ich letzte Woche schon in den News gehabt hätte. Das heißt, ihr kommt da meldungstechnisch nicht zu kurz. Ja, in eigener Sache nochmal herzlichen Dank für sämtliches Feedback, was wir unter den letzten Videos so bekommen haben. Und auch Dankeschön an alle unsere Kanalmitglieder. Zum Livestream Mittwoch, der ist ja jetzt auch leider einmal ausgefallen. Am kommenden Mittwoch wird entsprechend der Livestream mit einem Talk weitergehen. Wir werden uns über Kickstarter-Spiele unterhalten und da sind wir natürlich auch sehr abhängig und sehr gespannt auf euren Input, denn wir wollen diskutieren, was sind Probleme von Kickstartern, beziehungsweise wie ist die Entwicklung, was hat es mit den ganzen Nebenkosten auf sich, und wir werden da natürlich auch einen Gast mit dabei haben, der sich bezüglich Kickstarter da auskennt. Und hoffen da auf einen sehr interessanten Live-Talk. Losgehen wird es voraussichtlich um 20 Uhr. Bleibt da am besten aufmerksam, wie es entsprechend mit den Ankündigungen auf YouTube ausschaut. Ja, der Livestream nächste Woche Mittwoch mit Suchtis und Gästen. Wenn ihr da Fragen habt, die euch auf den unter den Fingernägeln brennen, schreibt es mir gerne in die Kommentare hier unter das Video. Entsprechend einfach, damit wir schon ein bisschen was vorab haben, mit dem wir auch dann arbeiten können. Ja, aus der Szene habe ich euch entsprechend die Links zusammengepackt, und zwar zur Berlin Brettspielcon und nochmal zum Ticketvorverkauf der Spiel 2021 für alle, die da entsprechend ein Ticket sich zulegen möchten. Link in der Videoinfo. Und jetzt habe ich tatsächlich was in eigener Sache vergessen. Sollte euch das Bild heute etwas anders vorkommen, dann liegt es daran, dass das der erste Einsatz unseres neuen Camcorders ist. Und ich hoffe, dass das soweit bildtechnisch gut ist. Da muss ich natürlich noch ein bisschen eruieren, ein bisschen rumspielen und ein bisschen das Ganze optimieren. Deswegen lasst da gerne einen entsprechenden Kommentar da, wenn euch was auffällt. Ja, der nächste Punkt geht auch noch so ein bisschen in eigene Sache, beziehungsweise betrifft auch die Breaking News der Woche. Wir hatten ja da einige Folgen zusammen mit Board Game Tonic, die Breaking News der Woche, eine schöne satirische Meldung hier an dieser Stelle. Leider ist es nicht mehr möglich, dass wir das Ganze fortführen. Das Ganze ist für den Marco, beziehungsweise für den armen Praktikanten, der das Ganze machen muss, zu viel Arbeit, und der kommt da nicht mehr hinterher, entsprechend die eigenen Artikel zu schreiben, und möchte sich dem Stress nicht aussetzen. Kann ich verstehen, wenn der Spaß in Stress ausartet, dann geht das Ganze meistens nach hinten los und am Ende leidet dann alles. Ja. Also insofern, vollstes Verständnis, auch wenn es sehr schade ist, leider keine Breaking News von Board Game Tonic bzw. der Board Game Times mehr. Ja, wir kommen zum Bereich Crowdfunding. Und da haben wir zum einen Kickstarter, und zwar Black Rose Wars Rebirth. Das ist, so wie ich das sehen kann, quasi die Wiedergeburt entsprechend von Black Rose Wars. War ja sehr, sehr, sehr interessant. Und ich habe ja auch einige in meiner Spielegruppe, die das Spiel ziemlich hart abfeiern. Hat inzwischen auch schon über 1 Million erreicht bei einem eigentlich geplanten Finanzierungsziel von 100.000. Bereits über 7.800 Unterstützer. 6 Tage verbleiben noch, wenn ihr da einsteigen wollt. Link wie immer in der Videoinfo. Zweite Crowdfunding-Meldung, was aktuell läuft, ist Jedo Deluxe in der zweiten Auflage in der Spieleschmiede.
Und das ist bereits vor 2 Jahren finanziert worden. Und Giant Rock startet nun nochmal eine Kampagne, um eine zweite Auflage entsprechend verwirklichen zu können. Das zu Jedo in der Deluxe-Version. Diese Woche keine Kickstarter der Woche Meldung von Dennis, weil Dennis befindet sich zusammen mit Flo aktuell im Auto nach Merseburg, wo die beiden entsprechend beim B-Rex-Tag mit dabei sein werden und hoffentlich da das ein oder andere Video produzieren und ein bisschen so berichten von Neuheiten bzw. vom Event vor Ort. Das Ganze werden wir dann nächste Woche irgendwie in den Stream, in den Plan, in den Wochenplan mit einflechten. Wartet da einfach, wann das Ganze dann kommen wird. Zu den Ankündigungen im Bereich Crowdfunding habe ich noch 2 Stück. Das ist einmal Myth and Goal, ein Fantasy-Football-Spiel, was im September entsprechend auf Kickstarter starten wird. Und dann noch ein Spieleschmiede-Projekt für Oktober. Das ist Mortem Medieval Detectives bzw. Agenten des dunklen Zeitalters, wird das Ganze auf Deutsch dann heißen. Wird wohl in der Spieleschmiede im Oktober starten und ist ein kooperatives Deduktionsspiel. Wir wechseln den Bereich und kommen von den Crowdfunding-Ankündigungen zu den Ankündigungen, was sonst noch dieses Jahr unser Spielerherz erfreuen wird. Zum einen Highscore Challenge Accepted, ein reiner Knizia-Würfelspiel von Cosmos, was im September noch in Handel kommen soll. Ist für 2 bis 5 Spieler ab 8 Jahren, dauert circa 30 Minuten. Und ich habe ja schon gesagt, ist ein Würfelspiel für die ganze Familie, sehr, sehr familiär angehaucht, in der man neue Herausforderungskarten zieht und abwechselnd versucht, neue Bedingungen zu erfüllen, die geliefert werden. Und die spieleigenen Würfel mit dem Würfelsymbol sollen zusätzlichen Schwung ins Spiel bringen. Und es wird quasi um das bestmögliche Ergebnis gewürfelt. Sieht witzig aus und wenn ich da die Chance habe, schaue ich das auf jeden Fall an. Würfelspiele, klein geht immer. Nächste Ankündigung, wir bleiben bei Cosmos, ist Radcliffe Bay Mysteries. Das wird im Oktober erscheinen und ist ein neues Detektivspiel mit wohl einfachen Regeln und spielt im mysteriösen Ort Radcliffe Bay. Ist für 1 bis 5 Spieler, ist kooperativ und es gilt darin, Entscheidungen zu treffen, die die Ermittlung voranbringen. Es gibt 4 Fälle zum Lösen und der Einstieg soll dank der leichten Regeln auch sehr schnell gelingen. Regelmäßig gibt es Spiele zu Ken Follett-Romanen und nun Ken Follett Kingsbridge und das wird im Oktober erscheinen. Ja, das Spiel zum Bestseller quasi von Ken Follett und das ist ein Kartenspiel. Dieses soll der Geschichte aus dem Roman folgen und der Verlag, also Cosmos, verspricht hier auch wieder einfache Regeln, die es ermöglichen, sofort loszuspielen sogar. Das Spiel wird wohl ein UVP von 15 € haben, ist also in der kleinen typischen Kartenspielbox, in der es daherkommt. Spieldauer 20 Minuten, 1 bis 5 Spieler und enthält auch eine Solo-Variante. Nach Azul, das gläserne Mosaik, kommt dieses Jahr noch der gläserne Pavillon. Das ist nämlich dann die Erweiterung zu Azul Summer Pavillon und wird wohl in Kürze oder bis spätestens Oktober entsprechend erscheinen. Wobei es in einigen Online-Läden bislang lieferbar ab November gelistet ist, war aber ursprünglich für jetzt um den Zeitraum rum angekündigt. Ja, hier wieder für 2 bis 4 Spieler die Erweiterung zum dritten Azul. Ich frage mich ja, warum man das zweite ausgelassen hat, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass das erste und das dritte einfach deutlich besser sind. Jamaika erhält eine Neuauflage und diese wird noch im Herbst erscheinen. Jamaika ist ein Familienspiel der Space Cowboys und wird ein neumodisches, modernes Design erhalten. Die Größe der Schachtel soll in der neuen Version ebenfalls angepasst werden und es handelt sich dabei um ein Rennspiel, ein nautisches Rennspiel von Bruno Catala und Sébastien Pochot sowie Malcolm Braff und ist für 2 bis 6 Spieler, die in einem Segelrennen rund um Jamaika antreten. Und das Spiel spielt sich in 30 bis 60 Minuten und wie gesagt, Neuauflage sieht aber tatsächlich vom Cover sehr lustig aus. Man hat es auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, mehr Cartoony angehaucht vom Stil, was für das Spiel eigentlich auch ganz gut passt.
letzte Meldung für dieses Jahr ist Space Base und das wird wohl zwei Erweiterungen bekommen, noch dieses Jahr auf Deutsch, und zwar die Kommandostation und Aufstieg des fremden Pluto. Und Space Base, wer es nicht kennt, ist ein Sci-Fi-Kartenspiel von John DeClair und versucht 2 bis 5 Spieler entsprechend schnell zu einem erfolgreichen Ergebnis zu führen, nämlich in große Flotten anzusammeln und sich den Weg zur galaktischen Herrschaft zu bahnen. 60 Minuten Spielzeit, erinnert so in vielen Punkten an Machikoro, aber ist dann doch im einen oder anderen Punkt gänzlich anders. Mich konnte es nicht ganz so sehr überzeugen, aber wer weiß, was die Erweiterungen bringen. Und wenn ich da die Chance habe, werde ich es, denke ich, auf jeden Fall auch mal mitspielen. Und jetzt wagen wir quasi den Blick nach 2022. Im Januar soll erscheinen Turtle Mania, ein reiner Knizier im Bereich Kids Fun bei Pegasus Spiele. Ab 5 Jahren 15 bis 20 Minuten und es spielt an einem wunderschönen Tag auf der Sonneninsel Turtle Island. Und die Schildkröten wollen lieber am warmen Sandstrand tummeln als im kalten Wasser. Doch hier ist nicht genug Platz für alle und so versuchen die Spieler entsprechend für ihre Tierchen einen Platz am Strand zu finden. Artwork sieht total knuffig aus und aber Familienspielsektor Turtle Mania. Jetzt das absolute Gegenteil. Zum Familienspiel, hinter mir liegen ja einige Expertenkracher im Regal. Weather Machine von Vita Lacerda soll 2022 erscheinen. Das Ganze vermutlich auch der Corona-Situation ein wenig geschuldet, warum das Spiel nach hinten verschoben wurde. Und die Kickstarter-Kampagne wird aber wohl noch Ende 2021 starten. Das sind alles jetzt nur vage Informationen, da gibt es noch nichts Offizielles. Erste Grafiken zeigen schon das übliche Design, wie man es entsprechend von der Eagle Griffin Games kennt und den Vita Lacerda Spielen. Und natürlich wieder von Iron O'Toole. Weather Machine für 1 bis 4 Spieler, die sich im Kenner- bzw. Expertensegment wohlfühlen. Und ich freue mich drauf. Bin sehr gespannt. Ist er tatsächlich auch thematisch mal was sehr Cooles. Und das Artwork lässt schon mal echt auch auf ein optisch lecker Spielchen hoffen. Das war's mit den Brettspiel-News für diese Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, hoffe, es war wieder was Interessantes für euch dabei. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann werdet gerne Mitglied auf dem Kanal und unterstützt uns auf diese Art und Weise. Ihr könnt uns auch gerne mit einem Daumen nach oben und einem Abo unterstützen und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns in Kürze wiedersehen. Am Sonntag geht unser Speed-Dating-Format Hot or Not in die nächste Runde und ich kann schon so viel sagen, reinschauen, denn das lohnt sich. Da sind wieder tolle Spiele mit dabei gewesen oder auch nicht so tolle Spiele und wir sortieren knallhart wieder aus. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende, eine gute Zeit, viel Spaß beim Spielen und tschüss.